Ja, eigentlich ist in diesem Satz, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Reformpaket kommt, die Wohnbauförderung bleibt, alles gesagt. Es ist leider Gottes in der laufenden Diskussion aber nicht so einfach. Wir sollten wieder eine Zweckwidmung einführen. Es geht eigentlich darum, man möchte den Spielraum der Länder wieder deutlich einschnüren. Man möchte ihn zentralistisch vorgeben, um damit seinen Intentionen, wo ich nicht weiß, in welche Ziele oder in welche Zielrichtung das geht, verfolgen zu können. Also jetzt taucht auf, Wohnbauförderung, Zweckbindung. Quer durch alle Parteien. Ich sage das auch sehr deutlich. Da tritt Exponenten aus der Wirtschaftskammer, wie der Wirtschaftskammerpräsident Leitl, genauso auf wie Staatssekretäre aus der SPÖ. Da finden Sie querbeet alle, die hier meinen, es müsste wieder zu einer Zweckwidmung kommen. Und dann kommt das Nächste, das ist ein bisschen den Fass, den Boden ausgeschlagen hat, auch in meiner Argumentationslinie. Ja, wir sollten eigentlich die Eigenheimförderung gänzlich streichen. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Anschlag auf das Eigentum, das ist ein Anschlag auf den Mittelstand, das ist ein Anschlag auf die jungen Familien und das ist ein Anschlag auf den ländlichen Raum. Und solange die niederösterreichische ÖVP auch im Konzert der Länder ihre Stimme erheben wird, so wird sie für eine Eigenheimförderung eintreten, die den ländlichen Raum stärkt, die die jungen Familien stärkt, die die Eigentumsbildung ermöglicht und die die Eigenverantwortung stärkt. Es ist fast grotesk, das zu fordern und das wirft uns in alte, wirklich fast klassenkämpferische Zeiten zurück. Und dann kommt das Nächste, das ist ein bisschen den Fass, den Boden ausgeschlagen hat, auch in meiner Argumentationslinie. Ja, wir sollten eigentlich die Eigenheimförderung gänzlich streichen. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Anschlag auf das Eigentum, das ist ein Anschlag auf den Mittelstand, das ist ein Anschlag auf die jungen Familien und das ist ein Anschlag auf den ländlichen Raum. Und solange die niederösterreichische ÖVP auch im Konzert der Länder ihre Stimme erheben wird, so wird sie für eine Eigenheimförderung eintreten, die den ländlichen Raum stärkt, die die jungen Familien stärkt, die die Eigentumsbildung ermöglicht und die die Eigenverantwortung stärkt. Es ist fast grotesk, das zu fordern und das wirft uns in alte, wirklich fast klassenkämpferische Zeiten zurück. Und ich denke, dass es für uns ganz notwendig ist, hier rechtzeitig die Stimme zu erheben. Denn Sie wissen, der Reformprozess ist einmal in Gang gesetzt und gewinnt auch seine Eigendynamik. Und wir bekennen uns uneingeschränkt zu den Zielen dieses Reformprozesses. Aber wir bekennen uns nicht dazu, dass im Windschatten dieses Reformprozesses auf einmal andere Änderungen noch Platz greifen, die tiefgehend in die Autonomie der Länder, tiefgehend in den Föderalismus und vor allem tiefgehend in die Bedürfnislage der Menschen in Niederösterreich eingreifen. Das ist die einzige und die Sorge, warum wir hier ganz vehement auch auftreten. Wohnbauförderungsmittel sollen nach der Volkszahl aufgeteilt werden. Das ist unsere ganz wesentliche Forderung in den nächsten Jahren. Wir sind ein Wachstumsland. Wir werden bis 2030 in etwa 80.000 zusätzliche Landsleute in Niederösterreich begrüßen dürfen. Und wir brauchen daher auch die der Volkszahl entsprechenden Mittel aus den Bundestöpfen. Sind wir eines der wenigen Länder, nebst Wien, dass alle, muss man fairerweise sagen, alle die Mittel, die uns aus der Wohnbauförderungsverteilung zustehen, das sind aktuell 299 Millionen Euro, in den Wohnbau geben. Plus, meine Damen und Herren, plus aus dem eigenen Landesgeld noch einmal etwa an die 200 Millionen. Wir wollen mit dem geförderten Wohnbau auch einen für die Familien leistbaren Wohnraum schaffen. Das ist für uns die wesentliche Voraussetzung, eben in der Frage auch der Mietkosten, aber auch in der Anschaffung einen leistbaren Wohnraum. Sie kennen unsere Benchmark, die nach wie vor Gültigkeit hat. Vierköpfige Familie, gerechnet zum Rahmen 80 Quadratmeter, gerechnet auf ein Nettoeinkommen von 2.000 Euro, soll die vierköpfige Familie
nicht mehr als wie 25% ihres Familieneinkommens darauf verwenden müssen. Daher ein klares Nein zur Zweckbindung, ein klares Nein zu einem Gesetz wäre fatal. Da muss ich mir richten, was ich im Waldviertel tun darf, was den Wienern passt. Und drittens ein klares Nein zum Auslaufen der Eigenheimförderung. Damit möchte ich diese Diskussion, die jetzt laufend beginnt und immer wieder auch in der Intensität zunimmt, eine klare niederösterreichische Position entgegenstellen.